zu Milchprodukten und Käse. Auch da wird immer sehr viel weggeschmissen. Das muss gar nicht sein. Bestes Beispiel ist der Joghurt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt wirklich Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht Wegschmeiß- oder Verfallsdatum. Deswegen erstmal angucken, was steht drauf. Dann aufmachen, auch nochmal gucken. Hat sich schon Schimmel gebildet? Nein, hat sich noch nicht. Dann mal riechen und dann kann man es wirklich auch mit vollem Appetit auch schmecken. Ich glaube, ein Joghurt, der länger gereift ist, schmeckt meistens sogar noch besser. Der Käse braucht auch unsere Fürsorge, weil oftmals verkaufen wir es ein, ihr schon so fertig verpackt in Plastik, bitte rausholen. Natürlich müssen wir es aufmachen und dann, wenn wir es benutzt haben, wird die oberste Scheibe relativ schnell trocken, deswegen rausnehmen. Luftdicht verpacken. Man kann, das ist jetzt ganz was Tolles, so ein Wachspapier dafür nehmen. Man kann es aber auch in das Käsepapier, was man beim Händler oftmals dazu bekommt, auch einpacken. Dann vielleicht luftdicht in eine Dose verpacken und ab damit im Kühlschrank. So hält es sich am besten. Ganz schön wäre, den Käse aber gar nicht vorgeschnitten zu kaufen, sondern was man machen kann, eben den Käseleib. Und wenn wir den Käseleib gekauft haben, dann ihn so in den Kühlschrank zu packen, dass wir eine Käseglocke drüber geben oder eine große Schüssel. Wer keine Käseglocke hat, geht genauso gut einfach eine Schüssel drüber legen, dass im Kühlschrank der nicht trocken wird. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil sonst kann es passieren, dass er einfach nicht mehr so gut schmeckt, Aroma verliert, das wollen wir alle nicht, oder auch Schimmel einsetzt. Wenn ich einen großen Käseleib kaufe, verwende aber nur einen Teil, dann kann ich den Rest natürlich auch gut reiben und als Reibekäse weiterverwenden. Oft ist es dann so viel, dass ich es dann auch einfriere und das ist wunderbar, weil dann kann ich es auftauen und dann immer noch wunderbar zum Überbacken verwenden, wo ich überall vielleicht auch über eine Suppe drüber. So Reibekäse braucht man nicht immer. Man kann ja auch einfrieren. Manch ein Käse wird dann ein bisschen bröselig, zum Überbacken gar kein Problem. Andere Käsesorten, das muss man eben auch, Erfahrung zeigt, das ausprobieren, kann dann durchaus genauso wiederverwendet werden. Zum Beispiel ein Parmesan hält sich sehr gut auch im Eisfach, dann einfach auftauen und schon hat man einen wunderbaren Käse, den man verwenden kann.